Sie sind da. Aus der ganzen Welt strömen Athleten und Volunteers in die Hauptstadt. Das Estrel wird da mal 1-fix-3 zum Maccabi-Dorf. Das ganze Hotel extra für die European Maccabi Games reserviert. Die Vorfreude grenzenlos. Also ich bin ein bisschen überwältigt, weil das Hotel so groß ist und ich mir das gar nicht gewohnt bin. Ich will so viele Leute wie möglich treffen und wenn der Sport losgeht, dann wird's seriös. Die Wettkämpfe starten zwar erst morgen, aber bei diesen Spielen steht ohnehin nicht nur der Sport im Vordergrund. Die EMG, eine Art Klassentreffen guter alter Bekannter und vor allem neuer Bekanntschaften. In der jüdischen Community gilt diese Veranstaltung auch heimlich als Heiratsmarkt. Ich bin verheiratet und habe 2 Töchter. Ich bin nicht an Dates interessiert, aber ich bin mir sicher, hier sind einige Singles, die gerne andere Leute aus der ganzen Welt treffen wollen und ich hoffe, die finden Liebe. Für die ganz Schüchternen ist sogar eine Partnervermittlung am Start. Ja, also das geht wie bei der Jobsuche. Die Leute kommen zu uns und bewerben sich auf unserer Webseite. Wir bekommen dann diese Bewerbungen und wir laden die Leute zum Interview ein. Und dann im Interview entscheidet sich, go or no go. Für Spaß sorgen die Akteure also selbst oder werden geholfen. Für die Verpflegung sorgt das Estrel und für die Sicherheit sorgt die Berliner Polizei. Die Sonnenallee somit ein sicheres Fleckchen. Hier ist viel Security, das ist toll und gibt einem ein gutes, sicheres Gefühl. Die ersten Eindrücke sind einfach nur super. First feelings are great. Also ab aufs Zimmer, Sachen raus und einleben. Die Sportler beziehen ihre Herberge und dank Avraham kriegen wir exklusive Einblicke ins Leben eines Maccabi-Sportlers. So oder so ähnlich wohnen die Teilnehmer also. Das Zimmer ist toll, groß, modern, super auch die Verpflegung der Leute und die Organisation. Vielen Dank dafür. Der Niederländer hat übrigens schon eine Trainingseinheit hinter sich. Also ab in die Dusche und schick machen für die Opening Night. Avraham zwar selbst schon vergeben, aber vielleicht kann er seinen Single-Kollegen etwas unter die Arme greifen.